Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, lässt alles los, nur für das Gefühl. Da geht sie barfuß in New York, kämpft alleine durch Alaska, springt vom Bali über Bord und auch durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles los, nur für das Gefühl. Stehen zwei Zahnstocher an der Ampel, kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen: Hey, es fahren ja noch Busse. Was sagt ihr denn dazu? Unglaublich. Filmspoiler. Kommen wir zu meinem Filmspoiler. Terminator Genesis. Ein absoluter Kracher. Schon fast 2 Jahre alt. Ich werde ihn trotzdem spoilern. Ja, also, Skynet, das ist eine künstliche Intelligenz, die den Menschen als Bedrohung ansieht. Da wirft er einige Atombomben um den Planeten und vernichtet so 3 Milliarden Leben. Das ist traurig. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Szene da sehe. Ja, ist traurig. Und da sieht man Einblendungen aus der Zukunft. Ja, da sieht man den Krieg in der Zukunft. Den Krieg gegen die Maschinen, der in der Zukunft stattfindet. Ja, und die Menschen gewinnen halt die Schlacht. Aber Skynet setzt seine ultimative Waffe ein, denn die Zeitverschiebungseinrichtung. Das schickt er einen Terminator zurück ins Jahr 1984. Und ja, dann sieht man einige Szenen, die bekannt sind aus dem ersten Teil. Ja, und dann kommt ein älteres Schwarzenegger-Modell und kämpft gegen den jüngeren Schwarzenegger, was ziemlich gut in Szene gesetzt ist. Ja, und wie der Film ausgeht, kann ich euch auch erzählen. Nach dem Abspann sieht man, wie Skynet wieder erwacht. Er wurde zwar vernichtet, aber er erwacht wieder. Ja, jetzt habe ich einige Spoiler gebracht von diesem Film. Ich hoffe auf eine Fortsetzung. Ja, das war's eigentlich mit meinem Filmspoiler. Dankeschön. Dings da. Dieses Dings da trägt man auf den Füßen. Da geht man damit herum. Man kann es auch zubinden. Es gibt verschiedene Modelle davon. Ja. Und es gibt sie sogar in Rot, Grün, Blau, Violett und auch in Schwarz. In verschiedenen Größen, habe ich schon gesagt. Man kann damit auch jemanden in die Eier treten. Ja. Weiß jemand von euch, was dieses Dings da sein könnte? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dankeschön. Abspann. Ja, das war die 2. Folge von Alpha Kevin spricht. Das war der absolute Knüller, oder nicht? Schreibt mir in die Kommentare, dass es ein Knüller war. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin echt gespannt darauf. Und wie gewohnt, als Abspann nochmal das Musikvideo. Zieht es euch rein. Und wenn sie tanzt,
ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, lässt alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, rennt alleine durch Alaska, springt von Bali über Bord und auch durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles los, nur für das Gefühl.